Willkommen zurück. Nochmal offiziell seid gegrüßt. Meine lieben Zwerge, genommen zum Innerdom zu einem neuen Part der Inner World, zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufzeichnung. Ich habe meine Falltür entdeckt schon im letzten Stream. Und schauen da mal drauf. Beobachten mal. Diese Ritzen im Boden sehen nach einer Tür aus. Ha, können wir die öffnen? Ich bekomme diese Falltür so nicht auf. Ach, schade. Okay, müssen wir erstmal das Rätsel lösen hier. Wir spielen mit dem kleinen Robot. Der muss ja scheinbar das Rätsel so um Drehbuch und Schauspiel lösen tun. Ich habe die Anleitung. Conway, unser Beschützer. Wind. Versteinert. Aber wir müssen es falsch machen, oder? Wir müssen ja die Falltür irgendwie rein. Also müssen wir irgendeinen Weg finden. Wie wir das lösen, damit wir da rankommen. Tja, also hier haben wir ein Schaltpult. Ein Schaltpult. Ja, haben wir eine Tür. Das Fach ist leer. Verzeihung. Ja, mir was in die Nase gekitzelt. Die Kritzelei. Ah. 6474. Was mag das wohl bedeuten? Okay, hier haben wir eine Sonne auf 6. Sonne bei 6. Männchen bei 4. Konroy bei 7. Und Drachen bei 4. Sonne bei Sonnenfenster und Sonnenfenster bei 6. Männchenpuppchen bei 4, Konroy bei 7, 4. Hab ich jetzt schon vergessen. 6, 4, 7, 4, 6, 4, 7, 4. 6, 4, 7, 4. Okay. Okay, 6. Okay, das erste muss 6 sein. Ach so, hier haben wir den Hintergrund. Guck mal, hier haben wir Rädchen drin, haben wir Conway, Puppe, Drachen und... Ah, okay, Männchen. Dafür haben wir die Lösung. Nur dafür ist es... Bei den Hintergründen muss die 6 sein, bei den Kritzeln, bei den Männchen muss die 4 sein, 7 und... Okay, aber das können wir noch nicht machen. 6, 4, 7, 4. Das Rätsel lösen wollte. Okay. 6, 4, hier haben wir 6, da müssten wir die 6 einrichten, aber können wir nicht. Männchen waren die 4, bei den Männchen muss die 4 hin. 6. Ich glaube, bei den beiden war es 4. Geht hier gar nicht. Bei der auch 4. Und bei dem 6. Wie soll denn das funktionieren? Ich kann mal alles erstmal auf 0 zurücksetzen. Alles auf 0.
Das tut's nicht ganz. Hier muss man eine Szene auswählen. Im Drehbuch. Okay, wählen wir mal Szene 2 aus. Also Szene 1 auf Platz. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit. Jetzt haben wir diese Szene ausgewählt. Muss Hintergrund 6 rein. Die erste Szene haben wir hier. Dann können wir es einfach mal so eine Idee, weil jetzt alles weg ist. Dann müssen wir doch eigentlich auf die Bühne können. Widerspruch, Falltür. Ich bekomme diese Falltür so nicht auf. Haben wir was Tolles im Inventar? Ich habe schon eine Feder. Ich weiß nicht. Okay, scheinbar kommen wir durch die Falltür nicht so einfach durch. Müssen wir erst das Rätsel lösen. Kritzelei. Sechs, vier, sieben, vier. Wir können die sechs dort nicht auswählen. Vielleicht müssen wir es durcheinander bringen. Vielleicht ist irgendwann. Oder muss die Sonne muss oder muss die Sonne bei Szene 6 scheinen. Ich muss das so verstehen. Drehbuch, die Seite, ist das der Drehbuchseite? Wir hatten hier eine 2 auf der Seite mit der ersten Szene. Drehbuch. Hat das hier überhaupt zu viele Seiten? Drehbuchseite 6 hat die Sonne. Okay. Jetzt haben wir das Drehbuch hier auf Seite 6. Auf Seite 6 muss jetzt also die Sonne sein. Dann müssen wir ein sonniger Hintergrund. Okay. Sonniger Hintergrund. Auf Seite 6. Dann haben wir auf Seite 4 die Männchen. Seite 4 die Männchen. Warte, Sekunde, auf Seite. Auf Seite 4. Die Männchen. Was hat der Flieger? Schaltpult. Was hat der Flieger, die Männchen? Ich glaube, die waren so, oder? Erschreckten Menschen. Ja, die brauchen wir hier auf Seite 4. Die müssen sein wie auf Seite 4. Ah, verstehe. Okay, wie auf Seite 4 müssen die sein. Die Menschen. Männchen wie auf Seite 4. Hintergrund wie auf Seite. Ah, okay, verstehe. Hintergrund wie auf Seite 6. Männchen wie auf Seite 4. Konrad wie auf Seite 7.
Ah, okay, kommen wir wieder auf Seite 7. Seite 7. Okay. Das ist dann hier der. Irgendwas sagt uns das noch hier mit den. Hier hat jemand was reingekritzelt. Conroy mit dem Daumen nach oben. Er muss jetzt hier dabei sein bei dem Schaltpult. Wie auf Seite 7. Okay, Conroy. Nein, falsch. Das ist nicht. Ja, das haben wir doch schon richtig. Nein. Versuch's doch alles hier. Okay, wie auf Seite 4. Nein, 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 nein. Und was mache ich? So schön hier bleiben. So, hier brauchen wir den Conroy. Durch nach oben. Mit dem Hintergrund. Und jetzt müssen wir noch den Hintergrund mit den. Und Figuren anpassen. Und Hintergrund wie Seite 4, die Monster wie auf Seite 4, die Windgötter. Windgötter wie auf Seite 4. Diese Ladezeiten. Die Windgötter wie auf Seite 4. Aber wie sind sie denn auf Seite 4? Die Windgötter wie auf Seite 4. Das Drehbuch. Auf Seite 4. Versteinernd. Okay. Versteinernde Dinger hier. Nee. Nicht richtig. Das ist das Spiel aufgehängt. Na toll. Na danke schön. Und ich starte es nochmal von vorne. Haben wir jetzt leider nicht gespeichert. Dürfte aber kein Problem sein. Na, ich das Spiel kurz gecrashed. Okay, das hat automatisch gespeichert. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir wie auf Seite 4. Einen Steinerungsblick brauchen wir. Hallo? Was war das denn? Okay, scheinbar doch. Okay. Sehr schön, genauso brauchen wir es. Das scheint das die richtige Lösung zu sein. Er hat ja auch schon gesagt. Na nur, was war das denn? Das Bühnenbild zeigt jetzt den bösen Conroy. Der freut sich darüber, dass alle versteinert sind. Falltür? Ich bekomme diese Falltür so nicht auf. Kann man nicht irgendwie den Daumen hier? Stand doch auf dem. Die Lösung haben wir jetzt richtig gemacht. Was können wir denn hier machen? Wir können die Bühne angucken, wir können die Federspur, wir können die Falltür. Die die Welt bedeuten. Plötzlich habe ich Lust, auf meiner Nase Flöte zu spielen und dabei zu singen und zu tanzen. Okay, was haben wir noch falsch gemacht? Was fehlt hier? Kritzeleien. Hintergrund wie auf Seite 6, Männchen wie auf Seite 4. Conroy wie auf Seite 7.
und Kreaturen des Windes auf Seite 4. Wenn ich nicht komplett okay, wie auf Seite 4 sind die? Okay. Wie auf Seite 7. Und wie auf Seite 4. Der Hintergrund war durch wie auf Seite 6. Das habe ich, wenn ich richtig geguckt habe. 6, 4, 7, 4. Ja, das ist das. Exakt das, was wir machen können. Was wir machen sollten. 6, 4, 7, 4. Das Leuchten tut er noch nicht. Die Augen müssen noch leuchten. Haben wir vielleicht noch nicht richtig gemacht. Blaue leuchtende Strahlen im Hintergrund, also die Sonne, Sonnenhintergrund. Die verständerten Eltern. Dann haben wir den freundlichen hier. Mit leuchtenden Augen müssen wir den noch hinkriegen, den. Ne, da versteckt er sich. Was muss das hier sein? Naja. Oh, was war das denn? Jetzt leuchten die Augen. Oder tun sie es nicht? Nein, da setze ich mich nicht hin. Ich habe ja keine Eintrittskarte. Aha. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Das muss doch alles hier. Daumen hoch. Ja, genau, das müssen wir hier. Es wurde uns doch im Drehbuch angezeigt, dass wir hier was ich tun können. Ich weiß nicht. Was ist gerade passiert? Jetzt hat Robert aber alles kaputt gemacht. Mensch, Robert. Ein Geheimgang hat sich aufgetan. Da können wir jetzt hinunter. Was ausschaut. Oh, Igel. Der riecht uns, was ausschaut. Jetzt hat er den Hebel kaputt gemacht. Und damit den Zugang versperrt. Sehr schön. Oha. Da ist der Hack. Wo sind wir hineingeraten? Ha, ich habe oh, da ist das. Kleines Phosphos. Keine Angst, ich bring dich zurück zu Konvoi. Wurzelwachs, warum funktioniert dieses verdammte Ding nicht? Dieser dämliche Trottel hat es bestimmt kaputt gemacht. Sie meint ganz bestimmt nicht mich. Wenn ich diesen verblödeten Idioten wiedersehe, werde ich ihn umbringen. Hoffentlich meint sie nicht mich. Na klar doch. Wartungspunkt. Das sind aber viele Hebel. Ui. Da dreht sich der Konvoi im Kreis. Muss wahrscheinlich in der Mitte stehen bleiben oder was? Okay. Viel zu schwer. Dann wir haben ein Regal. Jede Menge Krimskrams. Nur nutzloses Gerümpel. Okay, was gibt's hier noch zum Interagieren? Wir können hier die Hand.
Der letzte Typ, der versucht hat, seinen Zeigefinger zu klauen, sitzt immer noch im Knast. Aha. Huck. Huck, hör auf rumzualbern. Ich muss mich hier konzentrieren. Da möchte ich dann lieber nicht stören. Als ob die uns nicht hört. Okay, wir können mit ihr, mit der Pinwandfolie und mit dem Gemälde, mit der Karte von Asposien. Nein, tendieren. Dann würde Laura mich bemerken. Ah, eine Karte Asposiens. Früher dachte ich, die Welt wäre nur ein Thronsaal. Aber dann hat Conroy mich auch mal in den Hinterhof gelassen. Tja. Die Taubendieben. Und Pläne haben wir hier. Pläne, um Conroy zu stürzen. Und ein Stadtplan und Gutscheine für Dosensuppen. Nein, ich habe eigene Pläne. Ich will sie nicht auf mich aufmerksam machen. Aha. Conroy wird stolz auf mich sein, wenn ich es ihm wiederbringe. Allerdings. Ich könnte versuchen, es mir zu schnappen. Wir müssen erstmal die Taube einfangen. Oder ich besorge dir eine Rolle in Conroys bescheuertem Mechaterstück. Hey, das Stück war doch super. Conroy hat wochenlang daran schreiben lassen. Was für eine Banausin. Schreiben lassen. Okay, das Inventar können wir. Achso, das Inventar ist hier unten. Mit dem Kescher können wir vielleicht. Hack einfangen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das musst du nicht glauben. Das musst du einfach ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich sag doch nicht glauben, machen. Das wird nicht klappen. Irgendwie müssen wir noch Hack jetzt ablenken. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, sicher. Jetzt ist man kann doch hier wohl. Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Das war doch jetzt geraten, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Vielleicht können wir mit der Conroy-Puppe. Das wird nicht klappen. Dann wird am Wartungspult rumdoktern oder was? Das sind aber viel. Aha. Können wir irgendwas tun, was hier mich harter Bühne? Können wir irgendwas tun, was den aufhält? Irgendwas in den Weg legen? Nicht hinauf. Warum sollte ich das tun? Einfach aus Spaß, um es auszuprobieren. Vielleicht müssen wir dem, wenn er oben ist, was in die Hand drücken. Vielleicht ist das die Lösung unseres Problems. Und wir hinauffahren. Jetzt ist er ja hinauf. Vielleicht können wir die Hand abbrechen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Mitnehmen. Nimm die Hand mit. Ansonsten vielleicht Kescher in die Hand drücken. Er kann den Kescher in der Hand halten. Okay, wenn er jetzt runterkommt, dann fängt die Puppe die Taube ein, oder? Müsste doch klappen, oder? Theoretisch. Nanu, wo ist denn der Kescher hin? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, das war scheinbar nicht die Lösung. Den nimmt er nicht mit nach unten. Vielleicht können wir es ihm hier in die Hand drücken. Das war doch jetzt geraten, oder? Eigentlich nicht.
Warum sollte ich das tun? Um die Taube zu fangen. Vielleicht, wenn er von anderen Seite kommt, um ihn irgendwie da zu kriegen. Tja. Das haben wir auch schon mal gemacht, vielleicht. Okay, der hat nur die zwei Funktionen. Oben sein und unten sein. Ja, aber irgendwie... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Was bringt denn dann was? Scheinbar scheint es mit dem Kescher zu funktionieren. Guck mal, ist irgendwie festkleben. Er kann den Kescher in der Hand halten. Damit er durchgeht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das mit dem Kescher funktioniert. Wir können es nochmal ausprobieren, aber wir haben es ja gerade eben schon. Hier ist noch ein Hebel. Ich dachte es mir. Nanu, wo ist denn der Kescher hin? Wo wohl? Auf der Bühne liegt er. Okay. Hier auf dem Etikett steht Konrads Spezialkleber. Ui, mit Lösungs- das habe ich noch gar nicht gesehen. Gut schütteln und loskleben. Konrads Spezialkleber. Wer kennt es noch? Das ist ein Insider aus Pippi Langstrumpf. Okay. Was machen wir jetzt mit Konrads Spezialkleber? Irgendwas reinstecken. Warum sollte ich das tun? Einfach um es auszuprobieren. Ha, Ottilie. Aha, okay. Jetzt haben wir ein bisschen Staub drin. Momentsbonbon rein. Dann könnte ich. Obwohl. Nein. Nein, jetzt. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, sicher. Was das geht, natürlich. Gurken reinmachen. Okay, ja, komm, und was genau soll uns das jetzt bringen? Jetzt haben wir die Puppe wieder. Können wir dem den Trink in die Hand packen? Ja, ich verstehe es nicht. Ich kann ihm die Kescher an die Hand drücken. Er kann den Kescher in der Hand halten. Das kann er. Das wird nicht klappen. Kein Trink in der Hand. Das mache ich nicht. Aha. Okay, weiß nicht, was ich jetzt geändert haben soll, aber könnt ihr ja nochmal versuchen. Viel zu schwer. Aha. Den Spezialkleber können wir nicht mitnehmen. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Natürlich klappt das jetzt nicht. Nein. Vielleicht können wir... Einmal gut schütteln. Jetzt habe ich Kleber. Ach, jetzt einmal schütteln und dann ist Kleber oder was? Das könnte Spaß machen. Bring.
Warte mal kurz. Wir haben doch jetzt Kleber. Wenn wir den Kescher da festkleben, können wir doch mal gerade hier so hochfahren, weil hier unten können wir schon nichts machen. Das bringt nichts. Und jetzt zurück zur Bühne. Wenn wir jetzt den Kescher dort festkleben, an der Hand, dann dürfte es doch bis unten schaffen. Dann fangen wir damit die Taube. Oder zumindest das Zeug, was war. Ich mache ein bisschen. Okay, Kleber drauf. Schnell, bevor es trocknet. Der Kescher klebt ihm jetzt in der Hand. Sehr schön, aber in den Geheimgang. Die Igel hat uns noch nicht entdeckt. Obwohl wir ja schon mehrere Male hoch und runter gegangen sind. So. Jetzt aber.